Vielleicht haben die einfach noch einen Eingang und die dachten gar nicht, dass das hier der Eingang ist. Weil von wo sollen die anderen schon gekommen sein? Die Burg ist eigentlich ziemlich klein. Schuss auf mich! Oh, ich hör's. Von wo? Keine Ahnung. Hinten, hinten. Bist du tot? Nee, ich lebe noch. Ich glaub, das war hinter uns. Silence, du Schüsse. Ich seh dich leider nicht, Wurstsalat, das ist das Problem. Ich bin jetzt um die Burg rumgelaufen. Achso. Hier rein. Sicherer. Siehst was? Hab ihn. Also ich hab einen. Eigentlich sind alle drei, die wir kennen, zumindest gestorben. Der hat Night Vision. Ich hab auch Night Vision. Ich nicht. Hier liegt eine CZ. Weapon Crates, das ist immer gut. Oh, hier sind gute Waffen drin. Gerne, hier draußen gibt's eine CZ. Wo denn? Direkt hier in der Leiche. Sagt mal schnell an, wollen wir dahin umziehen oder wollt ihr das zu uns umziehen? Ja, hier ist schon witzig, aber erstmal alle durch. Hier kommt aber auch kein Sack. Ja, außer stimmt. Die drei, die uns dann jetzt verlieren. Statt fährt jemand durch und wir haben einen Perma-Spawn. Also hier oben sind zwei Waffenkisten. Ihr habt die, soll ich mit Moral kommen oder habt ihr was da? Wir haben da Fahrzeuge. Achtung, ich komm rein. Hier sind es auf jeden Fall auch Essen und Medikits und Wasser. Und nice. Ja, dann campe ich hier weiter. Hatte der Typ eine M4, ne? Ja. Da hast du schon getauscht. Und MK viele Tische. 16. Ah, guck mal. Da Karunu disconnected, Quack disconnected. Ah. Gefühlte disconnected. Weg. Ja. Na, ich glaub, na, na. Der hat von hier oben erschossen durchs Fenster, weil der hat gesilenced geschossen. Hm. Das habt ihr gut gemacht. Alter, was sind denn hier für Waffen am Start? Sag ich doch. Halt die Fresse, was ist da denn los? Och, der ist echt viel hier. Was ist das denn? Eine L7A2 GPMG. Hab ich noch nie gesehen. Da habe ich noch einen Dragon-Raketenwerfer abgeninjert mit Rakete. Bei SVDs, MK13, MK48, M8 Kompakt, M4A1 mit Granatwerfer. Weniger reden, mehr einpacken. Das ist echt witzig. Geowned und schon kein Bock mehr, gelieft. Ja, aber dafür, dass die so viel hatten, wenn ihr das sagt, das ist traurig. Das Ding ist, wir könnten einfach, keine Ahnung, Sachen auch hier lassen und dann hätten wir ein Waffenlager. Hier geht da eh kein Schwanz. Also, ja, wenn das voll... Bringt mir bitte was mit, das wäre nett. Mal kurz pissen. Hier unten sind auch Essenstische und so ein Kram. War eine Night Vision? Ach, hier. Der eine hatte 2000 Geld. Echt? Ja. Krass, dass sie so schnell gelieft haben deswegen. Ich find's gut. Das ist eine ganz schön dicke Base hier oben gewesen. Ja. Ah, die haben den Haupteingang, glaube ich, genutzt. Der ist auch offen.
So, ich fahr ein Diorale raus, dann laden wir da die Tische und so ein, hm? Pizza in die Ofen. Ja, dann lass uns doch die ganzen Sachen da hinbringen. Ja, ich fände mich super, wenn du mich schon mal ein oder stützen könntest. Wir sind nämlich auch... Dann komm ich zurück. Okay. Wände und der ganze Rotz. Ja, so viel ist es nicht, es ist halt eine Minibasis, aber dann lass uns den ganzen Kram einladen, ich bring die Waffenkisten runter. Ja, ich fahr den Ural mal ein bisschen vor, aber bleib kurz drinnen, damit ich hier ein paar Sachen verschieben kann. Ja, ich bring den nur schon mal ein paar Treppen runter, aber dann können wir auch alle Urals voll machen mit den Wänden und die einfach alle in die Stadt fahren und dann haben wir schon Stuff. Aber wie witzig, dass sie einen Kampf machen quasi und dann leaven, ist ja... Das ist schon ein bisschen albern. Ja. Ja, also okay, und das haben die bestimmt über Stunden gesammelt. So viel ist dann auch wieder nicht, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, so viel ist dann auch nicht, dass sich das lohnt. Zwei Waffenkisten und ein bisschen Base. So. Zu viel geklungen. Ja, also eine Waffenkiste sind halt coole Sachen drin. Da haben sie halt wirklich eine gute Waffenkiste abbekommen oben, der eine. Die andere Waffenkiste auch noch. Diese Treppen sind mir zwar nicht geheuer, aber... Ich wollte sagen, ich hasse diese Treppen einfach. Zumindest in DayZ. So. Selbes Spiel, nur anderer Name. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie war in DayZ immer noch alles schlimmer. Ja, weil der Ping höher war. Also was hier seltener passiert ist, dass man sich gegenseitig tötet durch den Nebeneinanderlauf. Das hätte ich jetzt auch gesagt, die Hitabfrage ist hier wie auch immer besser. Ja. Das ist eine M32. M32 ist ein Rocket Launcher. Achso. Quatsch, ein Granatwerfer, das ist wesentlich cooler. Der hat 6 Granaten-Rounds drin. Das, was du gesehen hast in der Base. Naja. Boot in. Tu ich nochmal hier. Ich komme am Tisch raus, Vorsicht. Ja, du auch vorsichtig, ich komme mit einer großen Wand. Tu die hier in den anderen Ural. So, was haben wir noch an Wände hier? Da. Ich weiß gar nicht, dass es da ein Castle gibt, das ist ja richtig animiert. Unlock hier nochmal Wände. Wirklich die Wolkorbenpanzer. Schlussendlich ist das Ding auch ziemlich dicht, also es ist klein. Es hat ganz wenige Eingänge nur. Und wir mussten echt durch so ein kleines Burgfenster rein, das war der Eingang. War eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja, du brauchst gar nicht durchfauen, ne? Ja, gut, bei mir hat er nichts gemacht, aber trotzdem, ich meine, wie viele Wände brauchst du hier? 4? Ding zu. Ja, das stimmt allerdings. Aber es kommt halt auch keiner hier hin, ne? Ja, das ist das Einzige, aber manchmal willst du ja auch nicht. Manchmal willst du ja auch nur eine Basis. Es wäre so für eine Blue 4 Base interessant, weil die werden ja immer gerusht. Dafür ist aber ein bisschen klein. Du kannst halt wenig drinne parken. Ja. Heli landet da wohl auch schlecht. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, da. In die East. Achtung, ich taue den einen jetzt an den anderen ran. Hinter dir, nicht dahin gehen. Und bitte nicht die Wand. Hast du Waffen da drinnen, Max? Ich bin hinter dem Ding, nicht da. Okay, okay, okay. Nee. Ich geh gleich weg und dann kannst du. Guckst du Süden? Okay. Danke. So, jetzt kannst du fuchteln. So, geh weg, genau. Ja, ich bin schon. Der Typ hat noch eine SVD hier. So, drinnen. Oh, die muss ich auch noch anlocken. So, das reicht, oder? Warte kurz. Hast du alle Wände? Alle Tische? Alle Tische habe ich, ja. Das sind keine Pupswände, aber... Ja, aber ist eigentlich cool für die Stadt, weil wir haben letztes Mal auch so Trichter gebaut. Achtung, hier kommt eine Wand. Wir haben so Trichter gebaut und jedes Auto, was reingefahren ist, stand dann erstmal da so, was soll ich machen? Und dann haben wir alle erschossen. Das war ziemlich cool. So, dann Vorsicht, komm auf die Urals zu. Ah ja, ich sehe dich. Ich laufe links vorbei von mir aus.
Aber das Gerüst will ich noch nehmen. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Oder erst nochmal diese eine Wand hier hinten. Die ist auch nicht gelockt, dann dauert auch nicht so lange. Ich hebe mal das Gerüst hoch. Achtung, Wand kommt hinter dir her. Dann noch die Uralstown und dann go. Die anderen zwei hier lassen, oder? Nein, das dauert noch ganz kurz nur. Hängen die dahinter. Ich kann das Gerüst nicht nehmen. Warte kurz, ich fahr kurz den Ural vor. Was liegt da eigentlich? Ist das... Ach, das ist Fuel. Achtung, ich sitze im Ural. Der passt ja gerade so hier durch, ey. Ich habe einen Raketenwerfer von dem einen gelootet, der hat sogar einen Rangefinder drin, bis 500 Meter. Nice, ich taue, Achtung. Na, ich bin weg. Ich guck jetzt nochmal in den hier rein, ansonsten scheiß drauf. Guten Tag. Ja, SVD, hallo. Guten Tag. Hallo. Servus. Egal, ich versuche auf die 6 Adi. Auf die 6? Auf die 6. Achtung, Tau in Anmarsch. Okay, los geht's. Los geht's. Ich fahr nicht. Gut. Ich fahr. Los. Ja, ich muss kurz markieren und dann gucken, wie wir da hinfahren am besten. Ganze Base abgerissen. Ach, das Gerüst haben wir jetzt nicht, ne? Egal. Nee, da kam ich nicht dran. Ja, es hat nur eine Stelle an der Ecke, so. Egal, Gerüste sind eh Selbstmord. Eigentlich schon. Außer im Hangar würde ich mich da auch nie drauflegen, eigentlich. Falscher Sektorserver. Der Sechser, wo man sofort draufkommt, ist immer der falsche. Ja, der ist mir auch aufgefallen. Was hast du für Skin, Emi? Standard. Terrorist. Du bist ein Neger. Stimmt gar nicht, das ist ein Ziegenficker. You cannot fire. So, okay, das ist besser. Ja. Yeah. Ich höre was. Ja, mal. Abgehobt. 200 Meter entfernt, ich kann ihn erschießen. Lass mal lieber, lass mal. Das ist ja ein netter Launch. Da sind die Waffenkisten drin, das wäre schade. Das Auto fährt seitwärts bei mir. Man kann zwei Schuss mit dem tragen. Da ist da vier Urals dran, ja? Ja. Okay. Da sind überall Wände drin und so. Aber erstmal tue ich die Waffenkisten in den Bunker, das ist das Wichtigste. Ja. League Content Special Weapons 1. Unload, Achtung. Wenn ihr fertig equipped seid, dann wäre toll, wenn mal jemand nach Norden gucken könnte, dann würde ich mir eine Waffe holen. Da, was macht diese Bushaltestelle in unserem Bunker? Geh dahin. So, da gibt's Waffen. Geh ich hoch. Dann geh ich runter, danke. So, dann kann der Sascha mal Basele bauen. Basele bauen! Jemand ist verletzt von euch? Ich. Hat der Max nicht ein Dings, ein Kit? Ja. Könntest du Billy geben? Ach, ist schon okay. Der Billy, wir können ihn auch kurz umschießen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann auch meine Sachen hinlegen und dann werde ich erschossen. Komm Billy, ich mach das kurz. Ja, warte, dann will ich vorher die Sachen ablegen.